Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Faith, die hier gerade auf dem Klo hockt und absolut gar nicht amused ist. Aber ja, wir haben beim letzten Mal tatsächlich unsere Sunny verloren. Und damit hat diese Generation jetzt nicht unbedingt perfekt gestartet, sage ich mal. Aber Dinge passieren leider. Jetzt schauen wir doch einfach mal direkt, was wir heute hier starten wollen. Es ist die 36. Adaptiere ein Kleintier. Finde ich irgendwie süß. Ich hoffe, dass sie uns nicht wegsterben. Hamsterli, Igelchen, Ratti, Bubalu. Ich glaube, ich finde einen Hamster ganz süß. Wie wär's damit? Hallo, Süßi. Wir nennen ihn nicht Hamsterli. Wir nennen es erstmal Flöckchen. Süß, hallo. Dann können wir ja kurz mit Flöckchen spielen. Dann kriegt sie ein bisschen Spaß. Sie muss heute arbeiten, leider. Die Zitronen wachsen tatsächlich im Winter, was sehr cool ist. Deswegen verkaufen wir den Scheiß mal. Okay, sie hat zu wenig Spaß, um das zu verkaufen, leider. Na gut, aber sie muss jetzt eh arbeiten. Let's go, Girl! In ihrer Mittagspause soll sie natürlich nach Karriereratschlägen suchen. Weil wenn sie in Fitnessstudio steht, dann stinkt sie ja danach. Zayden ruft an. Ach so, wir hatten ihm anscheinend vorgeschlagen, auf ein Date zu gehen. So, sie ist zu Hause und sie ist sehr gestresst. Pebbles ist auch irgendwie die ganze Zeit unterwegs, ich weiß nicht. Die hat bestimmt eine gute Zeit. So, dann können wir gleich nochmal die Sachen verkaufen, wenn sie da dann endlich Lust drauf hat. Hello, my girl! Was geht? Oh, sie ist sehr traurig. Ich meine, sie hat auch ihre Mutter verloren, ne? Mentaler Nebel, ich raste gleich aus. Nix hier! Ja, stell die Schüssel einfach auf den Boden, kein Problem. 3000 haben wir, ne? Eigentlich könnten wir dann doch locker nach Salvadorada gehen, oder? Das machen wir jetzt auch einfach. Urlaub nehmen. Ne, wir nehmen Pebbles nicht mit. Um Pebbles kümmert sich Destiny. Salvadorada. Yay. Guck mal, hier ist das nur so ein kleines. Gruselige Krabbeltiere, naja. Ist jetzt nicht unbedingt schön, aber was soll's. Wir machen mal 3 Tage. Wow. Schön hier. Aber es gibt keinen Ofen anscheinend. Schade. Ja, dann kann sie ja hier einfach mal... Hier ist doch irgendwo eine Bar, glaube ich, ne? Die Bar besuchen. Ja. Alle Getränke zum halben Preis. Slay. Hallo, Daniel. Dann holen wir uns erstmal einen lieblich süßen Avonalino. Da sehe ich sie. Dann kann sie gleich ein bisschen dancen. Willkommen im Dschungel. Im Rahmen deines Mietpakets wurde praktische Abenteuerausrüstung zu deinem Inventar hinzugefügt. Sehr cool. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch mehr. Hallo Angelina Redding. Du siehst süß aus. Sie ist so eine Mut, ne? Hallo. Also das Augen-Make-up weiß ich jetzt nicht, ob er das, also ob das so zu ihm passt. Aber, also ich möchte nur mal kurz gucken. Oh! Leute! Ich glaube, wir haben jemanden gefunden, mit dem wir was zusammen vorhaben. Also, das habe ich mir nämlich schon überlegt, ob wir vielleicht, wenn wir im Urlaub sind, quasi einfach jemanden finden, den wir toll finden. Das wäre doch so cool! Destiny, was willst du? Nein, vielleicht finden die sich ja toll. Ich fände das nämlich sehr, sehr cool, weil er sieht wirklich gut aus. Okay, die haben zwischendurch ein bisschen unbehagliche Begegnungen, aber wir schauen einfach mal. Vielleicht sind das ja nur anfängliche Schwierigkeiten. Heißt ja nicht direkt was. Wir kaufen auf jeden Fall Spinnenschutzmittel und ein bisschen Fertiggrillkäse könnte uns auch helfen. Schlimmster Tag aller Zeiten. Wow. Flüssigputsch kaufen wir. Der Rest, den interessiert uns jetzt noch nicht so sehr. Danach soll sie einfach ein bisschen dancen. Denn ohne Spaß wird es, glaube ich, nicht so lustig im Dschungel. Alle bewegen hier geil ihre Hüften. Slay. Sie. Wow. Guck mal, die reden auch gerade schon wieder ein bisschen. Können ja zusammen tanzen. Er hat anscheinend keinen Bock. Vielleicht könnt ihr einfach mal in die Sterne gucken. Sie mag tanzen nicht. Na gut, vielleicht ist das doch einmal nicht so krass, ihr Ding. Aber sie hat trotzdem ein bisschen Spaß gesammelt, also ist das okay. Jetzt fragt sie so, ja, ist das so dein Ding hier? Oh, okay, es regnet. Naja, also, das ist vielleicht auch nicht unbedingt das Beste, was man sich hätte aussuchen können. Aber damit steigt die Freundschaft relativ schnell meistens. Süß, dass ihr das Spaß macht, ne? Das ist so voll Faith einfach. Er ist ein Freegan. Interessant. Und wir haben anscheinend nicht so eine gute Kompatibilität eigentlich. Aber das heißt ja nichts. Gute Nacht. Ich zwing dir Spaß. Also wenn es wirklich gar nicht geht, dann muss es natürlich nicht sein. Aber ich fände es schon cool. Könnt ihr euch mal um meine Katze kümmern? Warum geht es ihr unwohl? Dann frühstücke bitte einen Obstsalat. Dann wird noch eine erfrischende Dusche genommen. Und dann geht's ab in den Tag. Also beziehungsweise wir gucken gleich nochmal auf dem Marktplatz, ob wir noch was kaufen können, was irgendwie wichtig ist. Weil diese Fertigduschen sind zum Beispiel noch gut. Macheten sind gut. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, aber es wäre sinnvoll. Guck mal, sie packt auch schon direkt ihr Outfit aus. Slay!
Hallo, verkauft ihr was? Ja. Was ist das? Plasma-Fledermausköder. Okay, davon kaufen wir vielleicht ein. Blitzisolierpulver. Das nehmen wir mit. Löschschaum. Wasserfall in der Dusche kaufen wir auch noch. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal ganz gut vorbereitet. Wir haben leider keine zweite Machete bekommen. Aber so ist das Leben manchmal. Ey, das ist hier so schön, ne? Ja, dann gehen wir doch zu diesem Nationalpark und dann geht's los. Das beschreibt sie ganz gut. Mal schauen. Da ist es. Also, wir machen es natürlich direkt mit der Machete weg. Ich hoffe, dass wir sie nicht direkt verlieren. Das wäre ein bisschen dramatisch. Dass es jetzt regnet, ist natürlich auch ein bisschen ungünstig. Yay! Nee, Destin, lässt mich in Ruhe. Ich bin gerade beschäftigt. Faith stößt auf ein scheinbar verlassenes Camp. Ganz offensichtlich hat sich hier schon einmal ein anderer Abenteurer aufgehalten, denn Faith findet die Überreste eines kleinen Feuers und einen kaputten alten Rucksack. Es könnte etwas Wertvolles darin sein oder aber etwas Gefährliches. Soll Faith nachsehen. Höhere Logikfähigkeit führt zu besseren Ergebnissen. Jetzt ist die Frage, hatte sie gute Logikfähigkeit? Eigentlich müsste sie es, weil sie hat ja auch durchs Teleskop geschaut. Ich würde sagen, sie schaut einfach mal nach. Faith sieht sich den Rucksack kurz an und beschließt, dass sie nichts zu befürchten hat. Als sie den Rucksack öffnet, kriecht ein giftiger Skorpion heraus und sticht sie in den Arm. Uff, uff, uff. Was passiert hier? Okay, sie ist vergiftet. Das ist absolut schrecklich. Aber wir haben noch so ein Gegengiftzeug gekauft, oder? Vielleicht auch doch nicht. Dann lassen wir es erstmal. Dinge passieren. Dann versuchen wir mal hier weiterzugehen. Wo hier drüben natürlich auch ein Weg wäre. Aber wir schauen erstmal hier. Okay, sie hat ihre Machete zum Glück noch. Oder auch nicht. Scheißen Dreck. Ohne Machete ist das alles natürlich alles ein bisschen anstrengender und schwieriger. Wir haben vor allem noch nicht mal ein Zelt oder so mitgenommen, ne? Das ist auch schlau. Also, Faith stolpert und ihr Rucksack landet im Treibsand. Soll Faith versuchen, den Rucksack rauszuangeln oder soll sie ihn einfach zurücklassen? Sie nimmt ihn einfach. Faith schnappt sich einen Stock und versucht, den Rand des Treibsands zu finden. Sie fällt beinahe hinein, kann sich jedoch im letzten Moment auffangen. Leider wird der Rucksack durch den Stock nur weiter in den Sand gedrückt und für immer verloren. Faith ist wütend, dass sie ihren Rucksack nun für immer verloren hat. Oh mein Gott. Vor allem ist sie jetzt da wieder rausgekommen, ne? Oder? Nee, doch nicht. Also hier hinten geht's auch weiter. Aber scheinbar sind wir hier auch an einem Tempel oder so angekommen. Oder nicht? Eine Truhe. Und da ist was zum Ausgraben. Sieht sehr schön aus, wie sie hier so vergiftet ist. Einfach toll. Okay. Oh nein. Warum passieren hier die ganze Zeit Dinge? Faith hat einige wundersame Dinge in der Schatztruhe gefunden, aber die osmikanischen Wächter waren verärgert über ihr Eindringen und haben sie mit einem Fluch belegt. Sie hat den Artefakt in Abenteuerrüstung genommen und in ihr Inventar gelegt. Faith wurde mit dem Fluch des Essenswahn belegt. Wo immer sie auch hinsieht, erblickt sie jede Menge Köstlichkeiten, die allerdings ungenießbar sind. Isst traditionelle salvadoranische Gerichte, um diesen Fluch zu bekämpfen. Was? Nicht authentifiziertes Messer. Dieses Flugzeug sieht so cool aus, ne? Ey, I love it. Und hier kommen wir nicht hin. Da können wir noch was ausgraben. Kommen wir hier nicht weiter? Ich dachte, hier kommen wir auch weiter. Weil das sieht auch aus wie so ein Turm. Hä? So ein Tempel. Aber scheinbar bringt uns das hier nichts weiter, außer dass wir hier so ein paar Stellen haben, wo wir graben können. Und theoretisch könnten wir hier pieseln, aber wir müssen gerade nicht. Also müssen wir da jetzt auch nicht unbedingt in den Busch hüpfen. Also sieht nicht so aus, als ob wir hier was machen können. Schade. Oh nein, von Spinnen angegriffen. Mit dem Spinnenschutzmittel wird sie die unerwünschten Krabbeltiere schon abwehren. Ah, setzt sie das einfach automatisch ein? Perfekt. Okay, und sie denkt die ganze Zeit an Essen? Naja, das ist ja vielleicht noch ein Fluch, der noch halbwegs in Ordnung ist. Okay, ich bin sehr gespannt, was sie hier so finden wird. Level 2 der Archäologiefähigkeit, das ist richtig gut. Nicht authentifizierte Maske, cool. Nicht authentifiziertes Messer. Und dann soll sie gleich einmal hier hingehen und da soll sie ein Foto machen, weil das sieht, glaube ich, richtig cool aus dann. Da ist jemand, glaube ich. Hallo? Panya Lee. Wah! Was macht der denn hier? Obwohl, sie hat gerade noch die ganzen Stinks im Gesicht, aber egal, kann sie trotzdem ein Foto machen. Das war ein bisschen blöd mit der Vergiftung, aber passiert. Ey, wenn sie daran stirbt, ne, dann schreie ich aber. Yay, wir haben Geld verdient. Yay. Geil. Richtig schön. Ey, ich lieb's ein bisschen. Ey, richtig geil. Was ist deine Mission? Das macht mich richtig fertig, aber ich lieb's auch. Schön. Ich glaube, wir haben noch nie so schöne Selfies gemacht. Die sind alle schlechte Qualität. Ich raste aus. Müssen wir uns zu Hause angucken, ob wir die halbwegs nutzen können. Aber ich hoffe es. Also hier kann man hochgehen. Hier ist nochmal ein Pissbusch. Okay, und hier ist nochmal ein Tor. Dann müssen wir halt mit den Händen freimachen, ne? Bleibt uns leider nichts anderes übrig. Ah, das ist Spinne, wollte ich gerade sagen. Das ist eine Schlange, aber okay. Also Faith ist auf jeden Fall hart im Nehmen, würde ich sagen. Nicht authentifizierte Vase. Ey, das ist, wenn man das so lange nicht gespielt hat, ist das wirklich alles, als wäre es neu.
I love it. Aloysia, geh weg. Wir haben hier gerade ein Abenteuer zu erleben. Liebesquelle, weil in der Nähe eines malerischen Wasserfalls ist. Ja, es ist schon sehr hübsch hier. Oh mein Gott, ist das schön hier, wenn es dunkel ist. I love it. Es hat aufgehört zu regnen. Nee, doch nicht. War gelogen. Oh nein, Fledermäuse. Aber gut, dass sie diese Köder hat. Jetzt muss sie das nochmal machen, oder? Oh mein Gott. Gartenfähigkeit können das schneller beseitigen. Ja, leider haben wir keine Gartenfähigkeit, so eine hohe. Wir haben gerade erst mit Gartenfähigkeit angefangen. Naja. Aber sie hat es anscheinend geschafft. Oder was? Jawohl. Ich bin stolz auf dich. Faith zieht ein paar Ranken beiseite und entdeckt eine seltsame Lichtung im Dschungel, auf der sich ein Podest mit einem Relikt befindet, das von Totems umgeben ist. Die Gesichter der Totems verharren in einem wütenden Knurren und Faith fürchtet sich. Soll sie umkehren oder sich die Totems näher ansehen? Totem entwaffnen finde ich, glaube ich, gut. Wir haben dann ja sowieso, wir haben ja auch noch einen zweiten Löschschaum, also sollte eigentlich alles in Ordnung sein, oder? Wir nehmen das mal. Die Totems werden Faith auf jeden Fall angreifen, wenn sie zu nah an das Podest rangeht. Sie versucht ihr Glück und besprüht sie mit Löschschaum. Es funktioniert und die Falle wird nicht ausgelöst. Sie spaziert mit einem coolen Relikt weiter. Yeah! Oh, es leuchtet! Das sind die schönsten Screenshots einfach. Wow. Totekalama Sensenmann Relikt, wie geil ist das denn? Kristall einsetzen? Was? Was? Ich bin gerade so verwirrt. Hallo, haben wir hier irgendwo was? Was ist das denn? Ist das irgendwie was Besonderes? Kann man hier was tun? Mama, da ist eine Ausgrabungsstelle. Da kommen wir weiter. Oh, hier gibt es ganz viele Wege. Also hier scheinen wir in so einen Turm-Tempel-Dings hier reinzukommen. Das hier sieht sehr besonders aus, wegen diesem Tor. Und das hier ist so ein normales Dings. Ich würde sagen, wir machen erstmal das Langweilige, oder? Level 3 der Archäologiefähigkeit Slay, ein Fossilstein. Das ist jetzt nicht so das, was ich mir gewünscht habe. 250? Vielleicht doch. Sie muss auf jeden Fall gleich mal einen Grillkäse essen. Wir müssen ja auch nicht alles in einem Rutsch machen. Aber ich würde natürlich gern so viel es geht schaffen, ne? Aber ich finde, sie macht das wirklich gut bisher. Also ich meine, sie hat schon viel Pech jetzt gerade, aber sie slayt auch. Sie möchte eine neue Freundschaft schließen. Wie süß ist sie? Okay, sie scheint auch das wieder geschafft zu haben. Faith bahnt sich einen Weg durch den dichten Urwald, als sie plötzlich auf ein abgelegenes Camp stößt. Es scheint niemand in der Nähe zu sein, aber sie ist sich nicht sicher, ob es wirklich verlassen ist. Ja, Isolierpulver, ne? Let's go. Faith nähert sich vorsichtig und mit Isolierpulver bewaffnet dem Camp. Nichts scheint verdächtig, also geht sie auf den scheinbar liegen gelassenen Artefakt zu. Plötzlich stürzt sich ein Sim mit wütendem Blick auf sie. Faith sprüht mit dem aufgebrachten Sim das Isolierpulver ins Gesicht und flieht mit ihrem Schatz. Zu den osmikanischen königlichen Bädern reisen. Der nächste Halt auf dem Weg scheint ein naturreich zu sein. Nee, ein Naturteich. Vielleicht handelt es sich ja um die osmanischen königlichen Bäder. Möchtest du jetzt dorthin reisen? Ja! Und dann wird gefuttert. Vielleicht gibt es hier ja auch einen Pissbusch. Also langsam müssten wir dann doch mal. Hallo, mir wurde mein... Oh mein Gott, ist das ein Freezer-Bunny? Mir wurde mein Grillkäse genommen! Nö, ich cheat das jetzt hoch. Wir hatten zwei. Nö, sehe ich jetzt nicht ein. Okay, da kommt man auch nochmal weiter. I see. Aber man kann doch hier bestimmt auch was machen, oder? Nackt baden. Perfekt. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Baum der Emotion? Entschuldigung. Ein Pissbusch! Hier ist noch was zum Ausgraben. Dann versuchen wir halt da weiterzugehen, ne? Vergessenes Artefakt, sprudelnde Quellen, klarer Verstand, perfekt vorbereitet. Also sie fühlt sich im Großen und Ganzen gut. Faith hat die Giftattacke gut überstanden und fühlt sich viel besser. Ey, Girl, du bist einfach crazy. Also ist doch alles sui. Dann gehen wir jetzt pieseln. Und dann geht's direkt weiter. Also dafür, dass es auch schon 23.40 Uhr ist, ist sie auch noch gar nicht so müde. Ich meine, wir haben ja immer noch diese Energiedingsies, aber also, ich finde, wir sind ja schon gut dabei. Marlin ist zu Kind gealtert. Oha. Ja, ja, du kriegst gleich so eine Dose mit Energie. Dann geht's ja auch schnell besser. Faith genießt einen wirklich angenehmen Spaziergang durch den Dschungel, als sie plötzlich aus nächster Nähe einen Schrei vernimmt. Sie rennt in die Richtung, aus der der Schrei kam und entdeckt einen Sim, der von einer fleischfressenden Pflanze bedroht wird. Pflanze mit Spinnenschutzmittel verwirren? Höhere Geschicklichkeit, aber wir haben nicht so viel Geschicklichkeitsfähigkeit. Nee, wir nehmen das. In ihrer Verzweiflung versucht Faith, den anderen Sim mit Spinnenschutzmittel zu retten. Die Rechnung geht auf und die Pflanze zieht sich zurück. Der andere Sim ist so dankbar, dass er Faith einige seiner Sammelobjekte gibt. Slay. Weil er ein verstecktes Dschungelgebiet erreicht hat. Wow. So, dann gönn dir erstmal Flüssigputsch. Das ist das doch, oder? Da ist eine Schatztruhe.
Hallo? Was geht hier vor sich? Sie hat Simoleons erhalten. 500! Und Abenteuerausrüstung. Mehr Spinnenschutzmittel. Das finde ich gut. Avocados. Geht's hier aber irgendwie noch weiter? Oder ist das jetzt das Ende hier? Hä? Als ob's das schon war. Sie möchte erstmal stricken. Ja, nee, Girl. Also, weiß ich jetzt nicht. Das war's. Also, weiß ich jetzt nicht. Ist auf jeden Fall nicht das Hauptdings, ne? So, dann kann sie nochmal zurück zu dem anderen Dings. Dann müssen wir nochmal woanders hin. Dann nehmen wir jetzt erstmal das hier. Weil das sieht irgendwie nochmal besonderer aus. Ich weiß nicht. Hier hinten ist ja auch nochmal was. Es gibt so viel zu entdecken. Es hat auch so ein bisschen diese Vibes von Sims 3. Wie hieß das? Dieses, wo man dann in Afrika und in China diese Dungeons machen konnte. Afrika, ich meine Ägypten, Digga. Was ist denn mit mir? Also es ist ja jetzt nicht direkt falsch, aber... Verletzte Hände. Du wirst schon klarkommen. Okay, was ist das für ein Ort? Ja, also wir lassen diesen Beutel einfach diesmal in Ruhe. Faith entscheidet, dass es wohl am besten ist, den Rucksack einfach liegen zu lassen. Als sie im Camp vorbeigeht, krabbelt ein giftiger Skorpion aus dem Rucksack und versetzt ihr einen gehörigen Schrecken. Nachdem der Skorpion sie fast erwischt hatte, klopft ihr Herz wie verrückt. Wir gehen zum Tempel. Hallo erstmal. Also, das ist der Tempel. Ist hier außenrum noch irgendwie Zeug, was wir einsammeln können? Oder spielt sich das alles drinnen ab? Könnte auch sein, ne? Also, hier kommen wir rein. Okay, mit diesen Skeletten können wir anscheinend nicht interagieren. Hier können wir Dinge ausgraben. Da können wir historische Fakten studieren. Da sind noch mehr Fakten. Hier gab es, glaube ich, auch irgendein Rätsel. Okay, sagt uns das irgendwas? Hilft uns das? Nö, schade. Also, wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir hier ja nicht vorbei. Wir haben halt die Möglichkeit, hier lang zu gehen, aber das führt nirgendwo hin. Das heißt, wir haben eigentlich nur die Möglichkeit, hier lang zu gehen. Und dann kommen wir hier in diesen Raum, wo eben diese Sachen sind, die man studieren kann. Jetzt ist die Frage, ich hoffe, dass die uns dann weiterhelfen. Hier kommt man von unten weiter, aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Oder das öffnet das nach unten? Ach, I don't know. Die andere Sache ist ja... Oh, warte mal. Stopp! Man kann hier schwimmen. Und dann kann sie hier hinschwimmen. Das hat, glaube ich, gar nicht unbedingt was damit zu tun gehabt. Kann mich erinnern, dass man irgendwie schwimmen musste. Hier kann sie ausgraben. Und dann muss sie das hier mal untersuchen, bevor wir da irgendwas aktivieren. Weil sonst kriegen wir, glaube ich, einen Schock oder so, wenn wir da reinkommen. Und dann müssen wir das hier irgendwie damit, glaube ich, deaktivieren. Der Badeanzug passt halt gar nicht dazu, aber egal. Sie macht das. Okay, dann schauen wir mal. Was sagt dieses Ding? Also hier ist so ein Totenkopf-Dingsy. Ich weiß aber nicht, ob das damit irgendwie was zusammentut. Oder ob wir irgendwie dasselbe machen müssen wie hier an der Wand oder so. I don't know. Vielleicht kriegen wir auch gleich hier oben halt eine Lösung, wenn sie das halt hier gedingst hat. Oder zumindest einen Hinweis. I don't know. Ich bin überfordert. Faith hat herausgefunden, dass sich das Tor nicht mit allen Auslösern öffnen lässt. Faith kann ihr Glück versuchen, indem sie einen Auslöser aktiviert oder andere Mechanismen unter die Lupe nimmt. Also die beiden gehen nicht. Dann kann sie erstmal das hier untersuchen. Dann schauen wir mal. Okay, hier können wir durchkommen. Vielleicht hat das auch einfach gar nichts zu bedeuten. Ich weiß es nicht. Wir können es auch erstmal lassen. Dann schauen wir mal, ob das hier irgendwas bringt. Wir versuchen, ihn durchzugehen. Es brennt. Ich weiß es nicht. Okay. Okay, hier ist nur das hier nicht. Ich würde hier hinten vielleicht auf gut Glück einfach mal eins nehmen. Ich meine, was soll schon passieren? Wahrscheinlich viel zu schlimmes Zeug, aber naja, Dinge passieren, oder? Das sieht, glaube ich, nicht so gut aus. Es ist rot. Das war, glaube ich, nicht richtig. Sie hat einen Pfeil in den Kopf bekommen. Das war ein Giftpfeil. Juhu, nein! Ja, okay, dann vielleicht das Baum-Dingsy. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Ist auch falsch. Das Ding war so wirklich unnötig. Was kriegt sie jetzt? Was war das? Gute Leistung. Faith hat Logikfähigkeit erhalten, da sie knapp einem Unglück entkommen konnte. Was? Ich bin so verwirrt, Leute. Kann man das wissen? Ich will jetzt einfach auf gut Glück machen. Also kann man das sonst noch weiter herausfinden irgendwie? Das sah jetzt nicht so gut aus. Das war haarscharf. Faith hat Archäologiefähigkeit erhalten, da sie einem Unglück entkommen konnte. Vielleicht ist es diesmal die Sonne. Man weiß es nicht so genau. Warum? Okay, das sieht nicht so gut aus, oder? Falsche Aktivierung. Hat eine Menge Knochenstaub abbekommen. Achso, jetzt ist sie schmutzig. Ja, mein Gott, dann duschen wir kurz. Ist jetzt nicht so dramatisch. Danach kann sie nochmal einen Grillkäse essen. Und dann kann sie noch einen Flüssigputsch trinken. Dann ist doch alles Tutti. Dann haben wir als letztes noch die Baumglyphe. Hilft die uns? Ja! Guck mal, die Baumglyphe, die ist es. Jetzt ist das hier offen. Toll! Okay, wir sind jetzt weiter unten. Können hier Dinge ausgraben. Müssen hier schon wieder Dinge untersuchen. Das ist schlecht. Da sind wir anscheinend ja nicht so gut. Ein Dreckklumpen. Super.
Also den Tempel schaffen wir auf jeden Fall noch in diesem Urlaub. Ich war erst zuversichtlich, dass wir alles schaffen, aber ich glaube nicht. Es ist doch komplizierter gewesen am Ende, als ich dachte. Guck mal, hier ist doch so Feuerzeug, ne? Vielleicht hat das damit zu tun? Ich muss so langsam aber pissen eigentlich, aber ich müsste jetzt ansonsten komplett raus, um an den Busch zu kommen. Und da habe ich jetzt auch keine Lust drauf, deswegen... Naja, zur Not pisst sie sich halt ein, ne? Also... Gibt Schlimmeres im Leben. Okay, und was hat sie herausgefunden? Five kann ihr Glück versuchen. Mit allen. Achso, nicht mit allen, hä? Ja, dann nehme ich die Sonne jetzt. Weil hier ist auch Sonne. Ja, ja. Das hat damit bestimmt zu tun. Ma, das ist doch gemein. Was kriegt sie diesmal? Ist das schlimm, dass das passiert ist? Ich hoffe nicht. Es ist halt nochmal der Baum. Warum ist es immer der Baum? Logikfähigkeit. Yay. Warum ist es immer der Baum? Wirklich? Destiny ruft an. Nee, kann jetzt nicht. Okay, sie kann weiter rein. Nee, ich dachte gerade, das ist schon das Letzte. Warum kann ich das hier mitnehmen? Will ich das? Ich glaube nicht. Graben wir natürlich aus. Hier sind Skelettos. Hier gibt es mehr zum Untersuchen. Ich hätte vielleicht doch noch mehr Ressourcen mitnehmen sollen. Naja, wer hätte auch ahnen können, dass das hier so viel ist. Ich habe das so lange nicht gemacht, Mann. Und hier scheinen noch zwei Räume zu sein. Vielleicht ist es auch ein zusammenhängender Raum. We will see. Okay, mal schauen. Vielleicht finden wir ja diesmal raus, was wir machen müssen. Ihre Bedürfnisse sind so schlecht. Naja, kriegt das schon hin. Sie ist ja schlau. Wir haben schon wieder Geld bekommen. Wir sind schon wieder Millionen Jahre unterwegs. Wir haben noch knapp 24 Stunden, glaube ich. Also da werden wir ja wohl diesen Tempel fertig kriegen. Level 3, der Logikfähigkeit. Dachte, sie wäre schon höher gelevelt, wenn ich ehrlich bin. Okay, was hat sie herausgefunden? Okay, Blätterglyphen ist es nicht. Sie hat sich eingepisst. Ups. Ja, ja, ich habe noch einen Tag Zeit, ich weiß. Du kannst gleich nochmal duschen. Es tut mir so leid. Die wird auch gleich nochmal ohnmächtig werden wahrscheinlich, aber naja. Och, Aloysia. Okay, was hat sie hier herausgefunden? Schon wieder die Blätter nicht. Diesmal ist es anscheinend nicht der Baum. Komm, wir nehmen diesmal die Sonne wieder. Die Sonne! Irgendwann muss die Sonne doch mal richtig sein. Komm, die Sonne. Die Sonne ist es. Die Sonne. Es ist nicht die Sonne. Wir haben schon wieder einen Pfeil in den Kopf bekommen. Schade. Aber das ist es. Oh, das ist auch falsch. Oh mein Gott. Faith sieht jetzt seltsame Dinge und ist extrem paranoid. Von Visionen heimgesucht. Ach, naja. Komm, die Sonne. Komm, die Sonne ist es, oder? Bestimmt ist es diesmal die Sonne. Komm, Sonne. Ach, Sonne. Warum tust du mir das an, Sonne? Kriegen wir schon wieder einen Giftpfeil von der Sonne, oder? Wie sieht's aus? Nee? Was ist diesmal? Was? Nichts? Oder? Oh, cool. Logikfähigkeit haben wir bekommen. Super. Dann, komm, der Baum diesmal wieder. Der Baum. Der hat uns bisher auch immer geholfen. Der Baum ist es. Vielleicht. Nein, anscheinend nicht. Was soll denn das? Wie kann das passieren, dass ich jedes Mal das Falsche nehme? Und als Letztes dann immer erst das, was richtig ist. Das kann doch nicht sein, oder? Da ist sie auch anscheinend knapp vorbeigekommen. Das ist doch bescheuert. Hallo. Wir können hier graben. Da sind schon wieder 1000 Sachen, die wir untersuchen können. Ratet, was dann wahrscheinlich wieder alles schief laufen wird. Wir haben Edelsteinkundefähigkeit bekommen. Nice. Wir werden damit wahrscheinlich nie was machen, aber cool. Aber was soll das hier schon wieder bringen eigentlich? Weil es ist ja noch nicht mal so richtig... Also es könnte natürlich sein, aber das hier ist ja viel näher da dran, so you know? Deswegen vielleicht ist das hier viel wichtiger diesmal. Ich habe keine Ahnung. Gibt es eigentlich irgendwelche Vorteile für Salvadorada? Sieht jetzt nicht so aus, ne? Schade eigentlich. Aber es ist auch spannend, das jetzt irgendwie nochmal neu zu erkunden. Okay, was findet sie wohl diesmal heraus? Okay, Blätterglyphen ist hier das Einzige, was noch nicht erkannt wurde. Wir versuchen es einfach mal. Und zwischendrin speichere ich. Weil ich habe Angst, dass sie davon sterben kann. Ich weiß nicht, ob sie davon sterben kann. Es wäre schlecht, wenn sie davon sterben kann, weil dann hätten wir die Legacy Challenge schon wieder gefailt. Oh, sie ist kurz zusammengebrochen. Naja, danach kann sie das ja immer noch aktivieren. Du kommst hier schon noch irgendwann raus. Komm. Es ist grün! Oder blau. Also... Es ist positiv auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Muss sie beides aktivieren? Nein! Oder muss das hier unten irgendwas noch aktiviert werden davon? Das andere ist vielleicht egal. Da ist eine Schatztruhe. Da ist noch eine Schatztruhe. Und da ist noch eine Giga-Schatztruhe. Hat sie keine Power mehr, das auszugraben oder was? I mean, ich kann sie jetzt nicht verübeln. Sie hätten Artefakt und wieder weitere Abenteuerausrüstung bekommen. Aber diese Abenteuerausrüstung, ich sehe die nicht. Hä? Wo sind die Sachen? Simoleons. Nice. Was ist hier hinten drin? Ich hoffe, was Gutes, Girl. Tempelforschung abgeschlossen. 2000 Simoleons. Okay. Osmikanische Goldkalenderplatte. Wie geil ist das denn? Wächterreliktbasis. Faith konnte das Gift nicht abwehren?
Hallo, wer bist du denn? Alice, hi. Was geht, Alice? Okay, Alice kommt jetzt zu uns und spricht mit uns. Hi, Girl. Wie geht's? Alles fit bei dir? Kannst du das bitte einfach ausgraben? Alice klappert erstmal. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube, das mit dem Ausgraben hier wird nichts mehr. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zu unserer Unterkunft einfach zurück. Und die anderen Sachen machen wir dann wann anders. Aber ich würde sagen, wir haben trotzdem schon eine richtig gute Ausbeute gehabt. Also Props an Faith, dass sie das so gut mitgemacht hat. Sie geht jetzt auch einfach schlafen. Ich meine, sie war 3 Tage wach oder so. Also fast. Deswegen, das sei ihr jetzt auch mal vergönnt. Da müssen wir uns auch darum kümmern, dass wir vielleicht ein Gegengift finden. Ah, guck mal, wenn wir schlafen. Ah, nee. Ich dachte gerade, das hilft dabei. Nee. Guten Morgen. Wegen dem Gegengift können wir uns ja vielleicht auch nochmal umhören. Wir sind ja noch ein paar Stunden hier. Komm, wir können in die Bar gehen und da was essen. Wir können ja Marley einladen. Dann sagen wir ihm so, oh mein Gott, ich habe einen Giftpfeil abbekommen. Was kann ich tun? Und er denkt sich so, what the actual? Um Gegengift bitten. Hast du eine Ahnung? Nimm dieses Gegengift, das ich mit dem von dir mitgebrachten Knochenstaub zubereitet habe. Okay. Gegengift Echsen. Er hat gar keinen Bock auf sie. Au. Aber das scheint zu funktionieren. Oh ja, toll. Das ist ja nett. Und dann holen wir uns irgendwas hiervon. Weil sie soll ja auch hier traditionelles Essen essen. Guck mal, eine Machete. Die können wir kaufen. Schon mal fürs nächste Mal. Falls wir dann wieder keine im Angebot haben. So, und sie kann es jetzt auch selber kochen. Cool. Er ist arbeitslos. Naja. Ich weiß wirklich nicht, ob das mit denen hier noch was wird. Melody Mondschein? Entschuldigung? Wah! Also, Entschuldigung, ehrlich jetzt mal. Ich bin schockiert. Also, ich hinterfrage am besten einfach gar nichts mehr. Ich werde den Part an der Stelle einfach beenden. Also, ich meine, ich nehme 1,5 Stunden auf. Das ist nochmal deutlich länger als sonst. Ups. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war so wild. Aber freue mich auch, dass wir das hier gemeinsam machen. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann und tschüss.